können doch eigentlich nur von hier unten kommen. Und dann ist das hier unsere Strecke dahin. Ich guck mal. Stahluli. Ja, hier fährt er. Bringt Werkzeuge. Ja, alles gut. Alles gut. Das wird also hier gelagert. Und dann bringen wir das. Fahren wir das noch gar nicht nach Paris? Wir haben noch nicht mehr angefangen? Doch, ne? Wir haben doch hier. Achso, das ist Le Mans. Wo kommt denn das an? Paris Nord 2, die haben zumindest Stahl. Paris Süd nicht. Nee. Wir haben noch nicht. Wir nehmen Stahl und Werkzeug. Oh, man kann nicht die Maus gedrückt halten. Man muss hier. So. Dann brauchen wir da eine Verbindung. Das passieren? Nee, ne? Der will nicht, weil nach schon wieder eine Brücke im Weg ist. Aber bis hier. Dann hier. Ah, das ist so knapp, aber das kriegen wir vielleicht trotzdem hin. Dann Paris Nord. Ja, perfekt. So. So rum. Ziemlich lange Brücke. Keine Versorgungstürme, aber wir haben auf der Strecke schon einige gehabt. Ne? Den nehmen wir mit, den nehmen wir mit. Muss reichen. So, wie viel Stahl haben wir denn schon auf Lager? Null. Wie was? Null. Achso, ah, wir müssen es abtransportieren. Ne? Das Lager wird nicht größer, solange die Fabrik nicht größer wird. Deswegen, also wir müssen das jetzt hier abtransportieren. So, Lokführer und Wachmann vielleicht. Ne? Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber es ist natürlich eine sehr wichtige Lieferung. Wie lange ist der hier unterwegs? 80 Tage. Können wir den gleich klonen? Ja, den können wir gleich klonen. So, 80 Tage. Das ist mit neben durch 7, ne? Also das sind über 10 Wochen. Das sind, wenn wir zwei Züge haben, ich sag mal 1,6 Stahl pro Woche. Ja, wir müssen 800. Das reicht vorne und hinten nicht. So, aber was können wir noch tun, um Orléans wachsen zu lassen? Das ist, die sind ja knapp dran, ne? Wir brauchen nur 60.000 Einwohner, um ein Museum zu bauen und dann geht's ab. Oliven, Stoffe, Schnaps. Oliven, Stoffe, Schnaps. Mal sehen, Oliven haben wir hier oben. Wo sollen die denn herkommen? Hier kommt Olivenöl her. Wir Oliven auf Lager, nicht viele. Wenn wir den Zug da mal klonen, dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal eine bessere Verbindung. Jetzt müssen wir nur noch mehr Oliven hier hinliefern. Lass mal gucken, wo die herkommen. Das muss ja irgendwie aus dem Süden sein. Le Milch. Das ist der hier. Und das sind schon 6 Züge. Die hier Oliven bringen. Alter Schwede. Naja, die Ölmühle, ne? Die verbraucht halt auch eine ganze Menge. So, aber Kleidung können wir doch hier auch mit abtransportieren. Das wäre doch ganz gut. Ach so, ah, die müssen wir hierher bringen. Moment, die machen das.
Das wollen die aber noch nicht haben, ne? Hier unten. Ich könnte es aber hier hinbringen. Aber ich glaube, Orléans verlangt noch nicht danach. Doch, auch. Okay, gut. Dann müssen wir außerdem noch mehr Stoff hierher bringen. Weil davon haben wir im Augenblick. Ja, keine Stoffe. Stoffe kommen aus Caen. Liegen die hier auf Lager? Extrem viel, ja. Okay, Kleider, das ist hier drin, ne? Und wo werden die hier angenommen? Hier. Da fährt nur ein Zug, das ist ja unglaublich. Zeig mal, fährt ihr die richtige Strecke? Nanu? Wie kann das sein? Ich brauch doch. Achso, wir könnten auch hier. Moment. Hier. Das ist der. Davon brauchen wir mehr. Oh Gott, das ist nur ein Zug auf der Strecke. Kein Wunder, dass es nicht vorangeht. Bring Tölzer. Na? Der hier. Bei den anderen kann man es jetzt nicht genau sagen, aber ich glaube, die fahren alle ins andere Warendepot und nehmen dann halt andere Sachen mit. Also nehmen die Hölzer und Brot und so. Aber hier hat man noch nicht so viel, ne? Hier haben wir nur drei Züge. Ich will mehr. Ja, ich hoffe, dass das dann noch nicht total überlastet ist. Und dass wir jetzt ein paar Stoffe nach Orléans bekommen auf die Seite. Also ich habe jetzt eigentlich alles eingerichtet, oder? Ich hatte hier gesagt, Klamotten. Stoffe wäre natürlich nett. Kriegen wir die noch her? Ah. Ey, das ist doch nicht zu fassen. Hab ich gepennt. Ja, Parfümherstellung. Alter Mädel. Wir brauchen ihn wirklich nicht. So, wo ist sie? Das ist hier, ne? Parfümherstellung abreißen, jawohl. Wir brauchen Stahl. Und nicht Parfüm. Ja, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. So. So, wir haben aber noch kein Eisen hier. Haben wir, wie viel Eisen haben wir auf Lager? Müssen wir mal gucken. 40, also das ist eigentlich okay. Das ist hier der eine Zug nur, ne? Den können wir jetzt mal. So. Ist der hier auch voll mit Kohle? Nee. Das Lager ist vielleicht voll, ne? Der Fabrik. Nur 14. Deswegen fährt er wieder mit dem Kohlewagen zurück. Der bringt auch Kohle hin. Mensch. Du. Tu dies. Das ist August 87. Ey, noch. Na, bis 90 war es, ne? Oder war es 89? 89 war es wegen der 100-jährigen. Nee, 90. Okay. So, das läuft. Immerhin. Die Stadt wächst auch weiter. Ob wir Stufe 4 erreichen, weiß ich nicht. Schön wär's. Im Augenblick sieht es ganz gut aus, ne? Die Bedarfsdeckung. 73%. Wir dümpeln hier weiter bei 60 rum. Oh ja, zu wenig. Wir haben aber auch noch keine Kleider, keine Stoffe, keine Oliven. Wieder keine Oliven bekommen. Warum denn nicht? Wo sollten die nochmal herkommen?
hier, der bringt halt Olivenöl. Der fährt aber das Öl in die falsche Richtung. Wie kann das denn sein? Also, Limitsch, du sollst Oliven und das nehmen. Sagen wir mal. Und in Orleon, ja, auf gar keinen Fall das. Und da muss ich überall nochmal drauf drücken, weil auf gar keinen Fall. So. Der soll gar nichts mitnehmen. Ach komm, ein bisschen Milch kann er schon. So, ist ja noch gar nicht geliefert. Aber so. Wird beladen. Jetzt nimmt er wieder Öl mit. Es liegen keine Oliven rum. Es liegen auch keine Stoffe rum. Also die Produktion läuft überhaupt noch nicht. Ja, es kommt zwar Stoffe an. Ja. Hier ist ein. Der nimmt auch Kleider wieder mit zurück. Wieso das? Also Stoffe meine ich. Ja, ich lasse das mal noch so. Wir beobachten das mal. So, es sind keine auf Lager, ne? Der entlädt jetzt hoffentlich. Ach, der hat eine Panne. Soll ich darauf warten? Nein. Keine Zeit. Wie läuft's? Ah, läuft. So, jetzt müssen wir den Stahl noch hier hochfahren. Ich guck gerade mal. Das ist die hier, die Strecke. Das wäre auch zu schön gewesen, wenn das noch gepasst hätte, aber das hier müsste passen. So. Ja, ich glaube, das ist okay. Und dann bringen wir hier ausschließlich Stahl. Moment, das können wir machen, indem wir das hier einfach verbieten. Nach hier. Und wir nehmen auf gar keinen Fall Stahl wieder mit. Auch keine Werkzeuge sowieso nicht, weil die werden ja heute nicht gebraucht. Das ist auch egal, kann man lassen, wie man will. Nehmen wir Kohle von hier aus mit zurück. Ich lasse das mal an. Aber ich glaube nicht, dass wir das. Na doch, es lagert hier. Ja, dann ist okay, dann verteilt sich das ein bisschen besser. Na, weil hier die zwei Züge, ja, die reichen aber eigentlich aus. Um die hier zu versorgen, glaube ich. Aber wenn die Industrie noch ein bisschen wächst. Aber wir müssen unbedingt eine Stufe mehr erreichen. Der Stahlindustrie. Oder noch eine weitere bauen. Aber im Grunde geht es nur hier unten. Warte mal, Tour, Papierwerke. So. Wir machen die jetzt einfach weg. Okay. Wo sind die? Stahlindustrie wollen wir dahin. Da oben haben wir den einen, der hat die Paris mit Zeitung, mit Papier für Zeitung versorgt, ne?
Ja, das müssen die dann irgendwo anders herholen oder wir machen das später nochmal. Wir machen mal hier Stahl. Kohle, Eisen. Na, mehr geht nicht. Am einfachsten wäre, wo kommt denn das raus? Da unten. Mal gucken, ob wir da noch was hinkriegen. Wenn das geht und das, das wäre doch gut. Nee. Dann baue ich das mal so. Reißen wir hier ein Stück ab und gucken mal, ob das jetzt passt, wenn wir hier... Ja. Na, das meine ich doch, dass das irgendwie geht. So. Zuglinie einrichten. Von hier nimmt der ausschließlich Stahl mit. Bringt ihn nach dort und das funktioniert auch. Müssen wir gucken, ob Versorgungsturm. Hier haben wir einen. Auf dem Stück eben nicht. Aber ich glaube, der eine, der wird schon reichen. Und wir nehmen auf gar keinen Stahl, auf gar keine. Kein Fall Stahl wieder mit zurück. So hätte ich auch andersrum einrichten können. Und jetzt müssen wir noch irgendwie sehen, dass wir auf andere Art und Weise Eisen oder liefern wir hier sowieso mehr, als wir jemals verbrauchen können. Solange die Stadt nicht wächst, ja, dann reicht das, wenn wir hier... Ich gucke mal, wie viel die eigentlich brauchen. Tschuh. Ach, danke. Dann machen wir davon einfach noch ein. Lassen die zwei das Kohle-Eisen von hier holen. Das andere wäre halt von hier. Oder von hier nochmal. Wie viel haben wir denn hier? Na, wir haben nichts auf Lager, ne? Panne wegen niedrigem Zustand. Aber... Wo fährt der denn lang? Und wieso wird er hier nicht gewartet? Oh, was ist denn das? Getreide von hier unten? Könnte aber auch hier gewartet werden. Also, Ja, die Stadt ist aber groß genug. Ich habe gerade überlegt, ob das inzwischen besser zu lösen wäre, da das Getreide hochzukriegen. Aber ich glaube, es passt. So. Wir sind fast bei 60. Jawohl. Ein Museum. Aber warum kriegen wir das mit Orléans nicht hin? Müssen wir die Sachen extra herschaffen, glaube ich. Ne? Die haben Olivenöl. Die haben sogar Milch. Aber es geht aufwärts gerade. Aber haben wir nicht irgendwo noch eine Olivenverbindung? Ja, es ist Wein. Ja, das ist hier, fährt der Zug. Das wäre dann dahin. Naja. Na, das, man könnte eine Direktverbindung machen. Ich weiß nicht, ob das nicht einfach viel länger dauert dann. Aber dass wir hier Oliven... Na, hier fahren... 1, 2, 3, der wird gewartet gerade. 4, 5.
6 Züge fahren hier Oliven ab.